Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Backpack Battles. Direkt eine Torch, ein Schild und eine zweite Waffe. Ich meine, zweite Waffe ist essentiell, Schild und Lamp of Coal auf Schild ist sehr stark in der ersten Runde. Kombiniert damit, dass wir hier noch direkt eine Torch kriegen, ist auch ganz nett, denke ich. Das passt schon. Ah, hätte der Reroll jetzt sein müssen, ist die große Frage. Und die Antwort ist ganz klar ja. Ich bin gerade unsicher, wo ich hin möchte. Ein Piggy auf jeden Fall. Okay, solider Bild bei ihm, keine Frage. Wird schwierig für mich, denke ich, oder? Hab direkt zwei Line drauf bekommen, die haben sicher auch ein bisschen geholfen. Ja, Hammer. Nee, aber ich habe Hammer Dagger gespielt, war recht erfolgreich. Habe ich mit Sicherheit auch hochgeladen. Zwei Lucky Clover zu haben ist einfach sehr nett, weil das einem viele Optionen offen hält. Und da habe ich die an der Stelle gerne mitgenommen. Das hätte ich jetzt auch noch gerne mitgenommen, muss ich gestehen. Die Synergieeffekte. Logge ich das? Nee. Das nicht. Spiked Shield wäre noch super. Aber Lucky Piggy will ich jetzt hier noch nicht machen. Vielleicht kriege ich gleich einen Bogen. Und dann würde ich mir. Fände ich das nicht so gut, wenn ich es gemacht hätte. Ah. Okay, Glück gehabt. Wird schon weinen. Ja. Ich denke, die Customer-Karte ist es nicht. Oh, ich sollte unbedingt das. Ah, was mache ich denn hier überhaupt? Und schon bin ich verwirrt. Start of Battle hat ja nur. Haben die Lucky Dinger, ne? Können wir hier mal rüber gehen mit dem Ding, falls ihr nicht kennt. Dann sieht man mal direkt, wo das Ding einloggen würde. Das Schild hat wieder gecarried und die Bananen, hätte ich gesagt. Spike Shield. Sehr nice. Ein Mana Orb. Das Ding ist halt, der Mana Orb eröffnet viele Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel hier auf den Magic Stuff gehen. Ich könnte, wenn ich eine Magic Torch zusammenkriege, könnte ich die halt dann damit supplyen. Ich habe aber halt weder Blueberry noch Trank bisher. Deswegen wird es schwierig, auf Magic Torch zu gehen. Ich würde es aber super gerne machen. Ja, das wird, glaube ich, ein Loss. Hä? Bow and Arrows ist free win early, wenn man den kriegt. Was wir machen, gucken wir gleich, was wir noch finden. Ach Gott, Moment. Ja, es gibt so viele schöne Sachen, die jetzt passieren können mit dem Mana Orb. Problem ist, das ist alles immer spekulativ. Ich glaube, ich mache den Magic Stuff nicht. Keine Ahnung, ob es die richtige Entscheidung ist. Aber es ist meine Entscheidung. Der bringt auch Start of Battle, ne?
Das können wir einfach verschieben, ist ja kein Problem. Okay. Haben wir noch mehr Start of Battle? Haben wir nicht, ne? Nee. Okay, dann gehen wir so rein. Ich hoffe, dass ich die nächste Runde loswerde hier den Stab. Kriegen wir das so hin optimiert? Stimmt, oder? Kann nicht so schwer sein. Ja, sagt er. War gar nicht mal so schwer, aber es ist eigentlich vollkommen sinnlos, weil ich überhaupt nichts mit dem Malen anfangen kann. Aber das hat mich jetzt auch nichts gekostet. Ich glaube, dass die zwei Vampirism jetzt einfach recht stark sind. Deswegen wollte ich das Item unbedingt mitnehmen. Und es sieht auch so aus, als ob ich das bestätigen würde. Ich muss jetzt halt mal irgendwas finden, was definiert, in welche Richtung es hier ganz hier gehen soll. Ein zweiter Mana-Orb zum Beispiel. Oder halt einfach irgendwas. Ach Leute. Ich glaube, ich will hier von nix haben. Eine Blueberry. Das ist doch mal ein kleines Zeichen. Ein sehr kleines Zeichen. Okay, wir brauchen noch ein Zeichen. Das ist kein Zeichen. Cloves wären gar nicht so falsch für das Blood Amulett. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich sonst einbauen sollte. Ja, nur in den Sachen drinne. Ne, nur in den drei Sachen drinne. Und da sehe ich mich am ehesten bei den Cloves. Ich reroll eigentlich ungern so viel Geld einfach weg, aber ich bräuchte halt einfach. Ich hätte ein Zeichen gebraucht, wo es hingehen soll. Habe ich nicht bekommen. Wir machen noch eine Runde weiter so. Ich will jetzt ungern in eine Richtung gehen und merken, dass ich da nicht weiterkomme. Magic Stuff ist eine Option und Magic Torch ist eine Option. Und die Frage ist halt, also Mana Orb, könnte ich Magic Stuff gehen? Health Potion könnte ich auf Magic Torch gehen. Okay. Ach Mann, ey. Gut, also ich habe eine Entscheidung getroffen, da mir langsam die Zeit wegrennt, gehe ich auf Magic Stuff. Und jetzt ist der Gedanke, dass ich mir auch noch hier das holen möchte. Dass ich verkaufe den. Oder kriege ich das Shield of Wailer irgendwie sonst rein? Ich glaube eher nicht. Ne, es wird nicht gescheit funktionieren. Eine Banane zu buffen macht eigentlich immer Sinn. Ja. Gut, also Garlic und Stone müssen weg. Damit das Ding hier rein kann. Okidoki, dann gehen wir rein. Nächste Runde. Schauen, ob das Schild mich hier rettet. Geht so. Gegen den Bogen bringt es jetzt nicht sonderlich viel. Wobei der Bogen jetzt hier auch noch nicht sonderlich stark ist. Den hat er zu früh gemerged. Wir sind in Runde 7. Da ist er noch nicht stark. Der Fortuna's Grace hätte auf Bow und Arrow bleiben müssen eigentlich. Das war auf jeden Fall ein Riesenfehler von ihm. Das freut mich. Also müsste jetzt quasi in Runde 7 auf 8 merchen. So. Da haben wir das gute Stück. Wenn ich jetzt keine Mana bekomme, dann habe ich ein Problem. Punkt. Weil ich eh so ein bisschen ein Problem habe, als eigentlich kompletter Käse, was ich gemacht habe. Ne? Wieso habe ich jetzt. Keine Ahnung. Die Handschuhe passen überhaupt nicht zum Stuff, ehrlich gesagt. Naja. Weil die Torch profitiert davon. Mal gucken. Ob das mein Ende ist oder nicht. An sich eine ganz gute Position.
beschwere mich nie wieder über Glück. Okidoki, so. Wir brauchen die Handschuhe jetzt nicht unbedingt. Hä? Ich hab Bock drauf. Es kann komplett in die Hose gehen. Ich möchte Magic Torch mit Magic Stuff zusammenspielen. Muss ja eigentlich das alles umplatzieren. Das wird wieder ein Horror dann, das Placement gut hinzukriegen. Aber ich glaube, an sich ist das eine gute Sache. Die Frage, ob ein Mana ob dafür ausreicht. Ich finde da wenigstens rund um ein paar mehr. Vielleicht kein Problem, das ist mal jetzt auch mal. Merch jetzt auch mal. Ich hätte die noch reserven sollen, habe ich geschafft. Okay, gut. Das heißt aber, eigentlich brauche ich auch noch eine dritte Waffe. Die Frage halt, was das sein soll. Ich bin sehr Mana-heavy. Ah. Jetzt in der Runde, wo ich mich entscheide, ich merge das jetzt, kommt ein Bow and Arrow, was ja eigentlich eine gute Option gewesen wäre. Ach Gott, manchmal treffe ich echt die falschen Entscheidungen. Na gut, wie dem auch sei. Wir eiern mal weiter rum. Also ich glaube, den noch mitzunehmen und dann auf zwei Lucky Clovers zu hoffen, ist zu riskant. Die Banane im Sale. Der Mana Orb. Ja gut, die Banane passt ja eh nicht rein. Der Mana Orb auch noch nicht so richtig, aber ist auch egal. Ich glaube, ich tue ihn jetzt aber einfach irgendwo hinsetzen, weil aktuell brauche ich ja nur Mana. Nur ist gut, ne? Mana hierfür. Vielleicht sollte ich doch versuchen, das Ding irgendwie gescheit reinzusetzen. Okay, denke ich. Ich glaube, viel besser wird es in der einen Runde nicht. Wenn es natürlich auch. Nee, ist auch nicht wirklich besser. Wir gehen mal so rein. Ich krieg Stamina-Probleme wegen meinen beiden Schilder. Das ist schon mal gut. Mana-mäßig haben wir 11 Mana über gehabt. Hier kam hier also 7 Mana über gehabt. Also gerade, das heißt, ich hätte 7 Mal mit der Torch attacken können. Aber die Trigger werden potenziell schlechter, weil ich jetzt hier umbauen muss. Oder umbauen möchte. So, dafür ist das besser. Geht so. Ich könnte hier aber die Magic Torch schneller machen. Das ist alles verzwickt hier. Vielleicht gibt es irgendeine Lösung und ich sehe sie nicht. Günstiger Space ist schon mal eine Idee. Ich habe gerade eine Idee bekommen. Das wäre schon mal deutlich besser. Das gefällt mir auch, weil dann kann ich hier noch einen Trigger dran basteln. Die Karotte ist auch gar nicht so schlecht da. Ich kann noch eine Blueberry hinpacken. Vielleicht sogar schlauer. Na gut, wir haben noch ein bisschen Space hier im Angebot. Ja, die sind schon echt nice eingebaut. Wenn jetzt hier noch was schneller, ich könnte natürlich auch noch eine Karotte hier hinpacken. Das wäre besser. Aktuell passt das aber nicht so gut rein. Die Banane im Angebot nehmen wir auch ruhig nochmal mit.
Zieh eine gescheite Flöte. Brauchen uns auch nicht unbedingt, denke ich. Oh, hier wäre sick. Kriegt die sogar eingebaut. Glaubt, dass es ziemlich nice ist. Vor allem, weil die Schilde werden auch nochmal gebufft durch das Ding hier. So schlecht ist das mit Sicherheit nicht. Ich will nur kurz überlegen, ob ich irgendwas noch optimieren kann. Ja, keine Ahnung, ob es wert ist, aber ich habe es wieder drauf bekommen. Ich muss dafür die eine Honey Pack von hier nach hier verschieben. Ja, einmal 10% weniger auf die Karotte. Quasi in Summe ist okay, denke ich. Das sieht so ein bisschen nach Häusen in der Entstehung aus. Ich glaube, da bin ich weiter, hätte ich jetzt gesagt. Meine Mana läuft recht stabil. So ein bisschen mehr Mana-Generation haben könnte ich sogar auch mit... Mein Sheet of Wailer ist halt einfach das, was man halt am Anfang sind diese Spikes ganz nett, ne? Aber später sind diese 3 Schaden nicht so wichtig. Und wenn es halt blockt, blockt das halt 12 und removed 0,7 Stamina und das blockt 4 und removed nur 0,3 Stamina. Ich denke, das ist schon nice. Ja, hier kommt jetzt das nächste Angebot vom Spiel. Ich glaube, ich falle aber nicht drauf rein. Die Frage, was kann noch für eine Waffe kommen, die ich hier reinbauen möchte? Das wäre ja halt wieder so ein. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Albtraum, es geht. Darf man das? Darf man einfach so ein Sheet of Wailer kaufen und es auf Halde rumliegen lassen? Oder ist das verboten? Das Spiel wird es mir gleich sagen. Ich bin jetzt eigentlich relativ zufrieden damit, wie ich es gebaut habe. Ich habe den Stab 1 drüber geschoben, buff jetzt hier die Flöte. Mana sieht noch gut aus. Okay, jetzt war es auf 1 runter. 1 ist zu niedrig. Das deutet auf einen potenziellen Mana-Mangel hin. Oh, oh, oh. Ich will auf keinen Fall Crudewood Stuff bauen. Oder? Das habe ich schon mal gemacht. Das hat mich komplett durch den Wind... Nee, das wollte ich nicht. Ich bleibe auf Magic Stuff. Brauchen wir jeden Space, den wir kriegen können. Und auch wie vor jedes bisschen Mana, was wir kriegen können. Und nur Funny Packs. Eigentlich sollte man sich über Funny Packs freuen, ne? Ich glaube, das war eigentlich so. Packen wir hier mal eine Banane rein. Ja, ich meine, eigentlich ist hier eine Funny Pack auch super strong. Das beschwere ich mich eigentlich. Alles gut. Ist nur die Frage, wo ich halt das zweite Shield of Wailer hinhaben möchte. Vielleicht hier oben. Also hier neben dem Ding wäre auch nice eigentlich. Ja, da war ja irgendwas. Das Ding ist zu lang. Wird mich 10% kosten. Ist es das wert für 30% mehr Schild? Ich glaube nicht. 10% Speed auf der Flöte. Bisschen umplatziert. Mal gucken, was noch kommt. Vielleicht kommt eine coole Tasche. Leider nicht. Eine Karotte. Ich glaube auch eher gerade nicht. Die kann ich in der Tat sehr gut gebrauchen. Die loggen wir mal. Na gut, noch einen Wind, dann sind wir in der nächsten Phase. Ja, Magic Stuff hittet einfach weiter. Gucken gerade mal kurz auf den Schaden, ne? Ganz weit vorne.
Also ich, mit Crit Wounds habe ich immer nicht so die krassen guten Erfahrungen gemacht. Ich meine, klar, kann man schon machen, keine Frage, aber bin da nicht der größte Fan von. So, jetzt habe ich jetzt was gefunden, da ich das hier wunderbar an die Löte dran packen kann. Ich denke hier, oh krass, ich könnte den neuen Speer bauen. Also neu in Anführungsstrichen, mittlerweile ist er gar nicht mehr so neu. Ja, was wäre jetzt Stamina-mäßig ein Drama, denke ich. Das macht keinen Sinn. Wir müssen hier auf jeden Fall was machen mit dem Piggy. Wir können es erstmal so hinsetzen. Und hier wäre stärker, aber... Ja, ist stärker, Punkt. Nix aber. Die Banane ist immer noch ein Aussätziger leider. Aber wir sind ja auch ganz gut aufgestellt. Ich glaube, aktuell wird die Krone noch nicht auslösen. Wenn wir mal drauf achten. Vielleicht komme ich irgendwann mal auf 10 Mana zwischendurch. Aber ich glaube eher nicht, ne? Nee. Und da war leider mal ein guter Bild. Darf auf Unhealing. Ja, aber ich denke, dass das hier immer noch klappen kann. Blattamulett brauche ich eigentlich nicht. Taschen kann ich nach wie vor sehr gut gebrauchen. Spricht eigentlich nie was dagegen. Könnte die auch jetzt hier so einbauen. Gibt viele gute Orte wahrscheinlich dafür. Kannst aber hier einbauen. Die Krone buffen. Schon schlechtere Dinge gemacht. Also langsam sollten wir auch mal hier eine 1er Bag mitnehmen. Mana Orb wäre halt echt der absolute Traum. Auch okay, denke ich. Also jetzt hätte es auch geklappt mit dem Bogen und so. Das ist der absolute Traum. Okay. Ich müsste quasi wieder für 2 Sachen verkaufen. Ja, es fliegt aber jetzt mit einer Banane raus. Ich glaube, alles andere macht keinen Sinn. Hier ist der perfekte Spot auch. Wahrscheinlich so irgendwie. Hm? Nicht perfekt, aber es ist, glaube ich, besser. Weil ich dann die Krone auf jeden Fall auch hier runter packen kann. Aber allein halt jetzt das dritte Ding zu haben, ist super viel wert. Das wird schon rocken. Ich meine, theoretisch könnte ich hier oben auch das Shield of Wailer wieder hinpacken. Probier das mal. Achso, ich habe es ja extra hingepackt wegen der Flöte, gell. Ist okay so. Ich habe hier rechts nur eine Reihe frei, glaube ich, ne? Ja. Ich dachte schon, mein Inventar wäre voll, aber ist er noch an der nicht? Okay. Okay, krass. Er hat mich instant quasi fast weggecrit, dann hat er keine Stamina mehr gehabt. Und dann hat er mir aber trotzdem gereicht für ihn. Oh, mein Book of Lights, eindeutig. Ist auch so verwirrt einfach, dass ich das wieder übersehen habe, wie das hier noch ein Platz frei ist. War nämlich schon dabei, drumherum zu bilden. Ja, ja, so ist das manchmal. Ich könnte es immer noch machen. Sieht ja eigentlich aus wie dafür gemalt. Das einzige Problem ist, meine Flöte wird für die Füße. Und mein Piercing Arrow wird nicht mehr so toll sein. Schwierig. Ich glaube halt, dass es quasi die perfekte Waffe für mich ist. Das Problem ist halt nur, alles zu fitten. Das ist das einzige Problem. Aber wenn ich das hier so einbaue, dann könnte ich die Magic Torch noch umsetzen. Dann könnte ich quasi hier zwischen, also in den Imperial Gloves 1 nach rechts versetzen. Dann würde es meine beiden Ranged-Waffen buffen, die auch noch von der Magic Torch gebufft werden.
Klingt so stark. Getan. War auch stark da, ne? Okay, lassen wir es erstmal so. Jetzt halt die Frage, wo ich den Piercing Arrow gescheit einbaue, ne? Ich meine, hier wäre schon mal eine Option, die gar nicht, also katastrophal ist das alles, ist was anderes auf jeden Fall. Katastrophal ist definitiv was anderes. Die beiden, ich meine, klar, ist nicht mehr auf meinen schnellsten Waffen, aber hey. Okay, darf ich aber die Runde nicht machen, weil ich das Ding hier unbedingt upgraden muss. Da führt kein Weg dran. Wobei, das ist sogar noch besser hier. Manchmal muss man sich zu seinem Glück einfach zwingen lassen. Gut, da kriege ich eh nur ein einzelnes Ding. Kann ich auch einfach das dahin packen. Wir brauchen noch einen Trigger. Den kriegen wir diese Runde nicht. Der ist verboten. Weil ich den Fortuna's Craze unbedingt bauen muss. Und damit war ich zufrieden, habe ich gesagt. Ne? Recht, denke ich auch. Okay, ich krieg doch auch noch die Banane irgendwie hier rein, oder? Also 3,5 oder 4 Sekunden, das geht auch noch klar. Bin zufrieden. Wir gehen mal so rein. Wir tun es auch gar nicht weiter. Rerollen. Eine Krone hat er am Start. Oh Gott, macht er mich schnell tot. Holy Gott. Ja. Vielleicht doch nicht der beste Bild. Nee, keine Ahnung. Das Steinchen können wir noch mitnehmen. Wir brauchen jetzt vor allen Dingen Verteidigungssachen. Also das machen wir hier hin. Jetzt können wir, jetzt dürfen wir wieder auch hier rumoptimieren quasi. Die Karotte ist da ganz gut aufgehoben, denke ich. Das passt schon soweit. Dann länglicher Space auch schon mal gut. Kann man mitnehmen. Die Frage ist, ob ich eine bessere Position für die Flöte jetzt finde. 4 weg. 3 weg. Das können wir so rum da reinbauen. Das ist auch schon mal gut. Und das können wir so rum reinbauen. Das ist auch sehr gut. So. Genau, jetzt haben wir ganz gute Trigger, denke ich. Was ist hier los? Das ist eine Lücke. Die wir jetzt aber auch gerade nicht unbedingt brauchen. Und das muss hier hin auf jeden Fall. So, die Mana Orbs sind alle versorgt. Ach ja. Der wäre gar nicht mal so schlecht hier, ne? Was verkaufen will ich dafür aber auch nicht. Eigentlich gar kein so guter Mana-Orb-Trigger, ne? Aber ist jetzt halt so. Ja, gucken, was passiert. Ist wieder so ein Double-Bow-Bild. Die sind halt leider sehr beliebt und halt auch sehr stark. Diese Runde reicht gerade so für mich. Schön. Zweite Krone. Wir haben nach wie vor Mana-Probleme, aber trotzdem, die Krone muss rein. Auch ein wunderschöner Trigger hier an der Stelle.
Eh die Frage, könnte ich mehr Kronen? Wenn die Krone hier unten ist, ja quasi auch fast verschwendet, ne? Achso, nee, die triggert das Ding, never mind. Gut. Schnellste Waffe kriegt den Steinchen. Healing vom Gegner reduzieren. Space brauchen wir, glaube ich, keinen mehr. Also jein. Also könnten wir schon gebrauchen, aber muss jetzt nicht sein. Könnte die Regie Magic Stuff nochmal schneller machen, gell? Statt der Bananen. Ich glaube, das ist wert. Muss ich gleich also wieder reparieren. Aber ich bin guter Dinge, dass ich das hinkriege. Ne, so war es definitiv nicht. Immer es war, so ist es gut. Denke ich. Ja, das passt. Okay, die Tasche ist jetzt quasi für die Füße, oder? Sehe ich das richtig? Die nochmal wo einzubauen. Ist möglich. Wahrscheinlich besser als der Potion Belt. Ne, es ist eigentlich fast egal. Mal gucken, was passiert. Ich meine, den verkaufe ich für 3 wieder. Das ist der einzige große Vorteil, den ich jetzt hier habe. Poison Resistance. Ja, let's go. Will ich den Vogel noch haben? Nächste Runde. Ach Quatsch. Sieht auch nicht so schlecht aus, was er hat. Buch ist getriggert, sehr wichtig. Die Frage ist halt, ob ich ins zweite Buch reinkomme. Sieht eher schwierig aus. Muss ich aber auch gar nicht. Also ich habe noch Mana-Probleme leider. Also alles mitnehmen, was irgendwie Mana bringt. Die letzte Runde. Also Merch ist irrelevant. Das ist auch alles irrelevant für mich. Mana-Probleme behaupte ich die ganze Zeit. Dann hören wir mal auf uns selber. Ich meine, es bringt nicht viel hier, ich weiß, aber es bringt ein bisschen was. Mana-Potion zu machen funktioniert nicht mehr. Ist zu spät. Auch gerade echt schwierig, einen besseren Spot dafür zu finden. Es gibt, glaube ich, keinen, ehrlich gesagt. Auch der Aiken Color, den einzubauen. Also hier könnte ich einen theoretisch einbauen. Das wäre möglich, aber es macht, glaube ich, keinen Riesensinn. Ich lasse ihn raus. Ich verkaufe mal hier das, nehme mal das mit, dass ich den Space halbwegs zu habe. Und guck, was kommt. Ich glaube, die Krone ist es auf jeden Fall. Die schadet nicht. Problem ist halt, dass ich an der Aktivierung jetzt nicht so viel verbessert habe, leider. Ich glaube, ich ver also, wir verkaufen ist irgendwie dumm, ne? Aber ich verkaufe lieber das hier noch. Achso, ne, aber erst nächste Runde. Also ich verkaufe es jetzt, aber genau, ich verkaufe die Dings noch nicht. Genau, mein Healing-Buffen ist gut. Nochmal gucken, ob ich ein Steinchen finde. Der bringt mir nichts und ich kann auch nichts mehr kombinieren. Gut, schade. Ging nicht so richtig auf. Habe ich noch was zu verkaufen? Ich glaube, der Rest birgt eher die Gefahr, dass es schlechter wird. Von da aus mal so. So, alles voll. Ich kann es nochmal rerollen, aber was soll kommen? Let's go. Kurz mal 2 Sekunden drüber nachdenken, bevor wir starten.
Ah, ne, hat nicht geklappt. Muss irgendwo draufklicken. Egal, dann muss es reichen. Dann die Frage, ob ich so schnell genug in die Box reinkomme. Sehr gut, das war relativ fix. Nochmal relativ fix. Problem, okay. Ich hätte doch gar nicht geschaut, was er hat, aber ja, okay. Ich, genau. Ja. Gut, wir haben es geschafft. Gewonnen ist gewonnen, aber ganz ehrlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Kronen. Und die haben auch hundertprozentig alle getriggert. Dass ich hätte 2,25 Sekunden Zeit, Schaden zu machen. What the hell? Es ist so dumm, ey. Es ist quasi irrelevant, was er an Schaden macht. Fast, er gewinnt. Gucken trotzdem mal gerade auf die Damage Stats. Ich hab 36 Schaden gemacht. What the hell? Über ist der Mana Thirster vor allen Dingen, okay. Wir warten bei der Mana Produktion. Naja, okay. Genau, das ist kaputt. Also ganz ehrlich, das countert alles, weil es gibt halt nichts dagegen. Meiner Meinung nach muss es irgendwie was wie Ripsaw Blade geben gegen Mana, dass man sowas, weil man muss, irgendwie muss man Kronen daran hindern können, dass sie triggern. Es muss was geben, was explizit Mana klaut, dann hat man eine Chance dagegen anzugehen. Ich sage danke fürs Zuschauen, gerne ein Abo da lassen und wir sind in Master. Ich sage, ja. Ciao, ciao.